Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Spiel. Das Spiel ist Lego und es handelt von einem lustigen Piraten, einem Waffenschmied und einer Gouverneurstochter, die Cell und jenes machen müssen. Ja, willkommen meine Freunde zu Disneys Lego Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Also es ist jetzt so, Entschuldigung, ich habe das Spiel schon längst durchgespielt. Aber es gibt ja mehrere, ja okay, halt die Level halt. Jedenfalls es gibt ja mehrere und deswegen machen wir Spielstand 1. Oder ich mache Spielstand 4, meinen eigenen. Was allerdings nichts macht, denn man kann die Story originalgetreu nachspielen. Mit allen Cutscenes, das heißt, ihr verpasst eigentlich alle, überhaupt nichts. Und ich werde mich jetzt nicht direkt ins Abenteuer stürzen, sondern vielleicht haben ja einige dieses Spiel und einige eben nicht. Jedenfalls, ich werde euch jetzt die Welt mal zeigen, also was es hier alles gibt. Ja, es gibt die Münzen, die ihr halt einsammeln müsst, um Geld zu kriegen. Man kann schwimmen, ja, aber wie man schneller schwimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Man kann Sachen zusammenbauen. Ja, jedenfalls diese goldenen Gebäude, die ich gerade eben zusammengebaut habe, da müsst ihr bestimmte Sachen machen, um die freizuschalten. Zum Beispiel eine bestimmte Anzahl Lego-Steine kaufen, sammeln im Spiel und ja. Denn einen Fast-Trick kann man da auch noch machen. Geht es, dass man denn unter Wasser laufen kann? Hey, ja. Ja, okay. Dann kann man. Hat jeder halt eine spezielle Fähigkeit. Zum Beispiel Jack kann seinen Kompass benutzen. Und wenn ihr dann halt eure. Ja, was auch immer eure Schätze ausgewählt habt und einer von euch vielleicht gerade eine Schaufel zur Hand hat oder jemand ein Hund ist, kann man diese Sachen ausgraben und kaputt machen und dann kriegt man eben Knete und damit kann man ja noch irgendwelche anderen Sachen machen. Ja, wo gerade da. Oh, hab die Münze.
Und jedenfalls, wenn ihr jetzt diese Münze habt, kann man sich auch in diesen Geisterpiraten verwandeln. Und dann kommt der Typ mal vor, die wollen Stress, wenn man sie angreift, so wie ich gerade eben. Man hat wie immer 4 Leben. Und ja, es gibt hier eigentlich viel zu entdecken. Ich möchte doch jetzt nicht alles zeigen, sondern nur ein bisschen. Ja, jedenfalls, man kann hier halt solche Stätze finden. Und ich muss mich hier gerade gegen 2 Typen wehren, denn ich glaube, wenn man jetzt Jack Sparrow ist, werden seine Feinde ihn automatisch angreifen. Ausgenommen, ich glaube, Barbossa. Jedenfalls, man kann, wenn man den Z-Knopf drückt, oder was, C, kann man von den ganzen Charakteren wählen und wählen und wählen. Und man kann sogar seine eigenen machen, man kann seine eigenen machen. Bis zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis zu 10 kann man machen. Jedenfalls, ihr könnt da jeden einzelnen spielen, sogar die, die eigentlich nicht wirklich von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Captain Jeval, dieser Piratenlord, der Franzose da, oder auch wieder bedeutende wie Davy Jones. Oder wen haben wir noch? Oder zum Beispiel auch den Spanier. Und sogar Blackbeard. Aber egal, wir bleiben bei Captain Jack Sparrow. Mit seinem Wachhund. Oh Gott. Ja, und manchmal ist es ein bisschen blöd. Ja, da passiert einfach irgendwas dann. Spiel mir James Norrington. Jedenfalls, manche haben auch 2 Verkleidungen. Zum Beispiel James Norrington gibt es als Commodore, wie hier, und als Pirat in Pirates of the Caribbean 2. Karl, komm, wir gehen jetzt. Ja. Okay. Also, falls ihr es nicht wollt, dass ich jetzt bei meinem alten Spielstand jetzt spiele, dann müsst ihr das, naja, besser gesagt, ist doch eigentlich egal. Ich meine, es macht keinen Unterschied. Es macht einfach keinen Unterschied. Das Einzige, was eventuell Unterschiede machen würden, ist, dass euch angezeigt wird, dass ihr so und so viele goldene Legosteine braucht, um das und das zu machen. Oder dass eben die Charaktere, zum Beispiel Barbossa, nicht sofort am Anfang rumlaufen, sondern erst wenn sie freigeschalten sind. Oder dass das ganze Bereiche noch nicht zur Verfügung stellen. Ja. Sowas halt, aber es ist jetzt nichts, das jetzt hier irgendwie. Wie soll ich sagen, echt mega ist. Kann ich jetzt da hoch? Ja. Na, brauche ich jetzt nicht. Z abbrechen. Ach, kommt da sogar schon hoch, geil. Hey, geh da hin. Hoch mit dir. Oh, da ist ein Loch. Und was ist das Schöne? Schatz mal 10. Oh Gott. Abbrechen. Ja, man kann jetzt hier so einiges machen. Man kann auch durch Fernrohre gucken, wie ihr seht, und dann passiert vielleicht was. Ja, den müssen wir verfolgen. Wer ist denn das eigentlich? Ist so ein Schatztyp. Und auch die allgemeine Jack Sparrow Musik läuft. Ja. Was ist jetzt passiert? Nix. Oh Mann. Ach, egal. Okay, das wäre der dritte Bereich. Ich zeige dir noch ein bisschen von der Vielfalt. Der dritte ist ein Hafen. Und da kann man irgendwas machen. Aber ich habe keine Ahnung was. Ich habe auch zu wenig gesammelt, um zu wissen, was es ist. Und
Ja. Das kann wieder nur einer, der zufällig schmieden kann, wie zum Beispiel jetzt Will oder Gips. Die gibt es hier auch noch. Und der hat keinen Hammer, also kann es eigentlich nur Gips und der eine Schmied da, dieser Mr. Brown. Oh Gott, da will einer Stress, oder? Nee, doch nicht. Ah, verdammt. Ja, und dann passiert halt irgendwas. Aber jetzt dieser Hafen ist es nicht wirklich gigantisch. Also, das war jetzt eigentlich alles vom Garten, vom Hafen. Dann gibt es jetzt noch einen Bereich, den ich zeigen werde. Und dieser ist praktisch Tortuga. Ihr wisst, diese Pirateninsel da. Ah, da ist James Norton als Pirat. Ach ja, und alle bedeutenden Charaktere, die jetzt wirklich storyrelevant sind, haben einen eigenen Fechtstil. Ausgenommen natürlich die Story-Relevanten, die kein Schwert zur Verfügung haben, wie zum Beispiel Governor Swan oder Kepler Beckett. Okay, der hat schon ein Schwert, aber hat trotzdem diesen normalen Schwertstil, wenn man so sagen will, den eigentlich jeder hat. Und ja. Oh, das ist auch schön. So, wie macht man denn die silbernen Sachen kaputt? Da braucht man extrem starkes Kaliber, Bomben oder eben starke Gewehre. Typen, die das kaputt machen können, wären Marty. Ja, der heißt doch Marty, oder? Okay, hier Zielfunktion. Und bam. Und bam. Jawohl. Jawohl, hier geht alles kaputt. So wie es sein soll. Und immer schön Masse sammeln. Immer schön in Masse sammeln. Und niemals die 100er liegen lassen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da brauche ich schon wieder Captain Jack. Und da gibt es dann wieder Betten. Also, das ist ja, das ist praktisch die Taverne von Tortuga, wenn man so will. Die eine Wirtschaft da. Okay, genug gezeigt von. Ja. Also, es ist. Also. Ja, das Einzige, was man hier jetzt eben so toll sieht, ist. Eben die ganzen Charaktere, die da rumlaufen. Aber ansonsten ist da eigentlich nichts. Und dafür braucht man ein Fass. Wenn ich das denn so richtig sehe. Wie machen wir das am besten? Und was ist denn das eigentlich? Schatz mal 6. Nein, brauche ich nicht. Wo kriege ich jetzt ein Fass her? Aha. Jedenfalls, das Spiel hat sehr viele Geheimnisse und ich habe mir das so gedacht. Ich spiele die Story durch. Mache ich es überhaupt richtig? Nur irgendwas ist faul. Egal. Man braucht alles nicht, um hochzukommen. Es geht um Typen, die doppelt springen können. Und nur hier könnt ihr Blackbird finden, der gerade auf seinem Hut einen Grafikfehler hat. Naja, wenn ihr eben dann da drinne seid. Das hier ist die eine Hütte von dieser einen Frau, von Calypso. Tia Dalma heißt die. Und ja, hier könnt ihr eure eigenen Charaktere machen. Also das sind jetzt all die, die ich gemacht habe. Ich werde die jetzt nicht näher zeigen, weil ich keinen Bock dazu habe. Und ja, das wäre dann eigentlich alles gewesen. Boah, du Hund, jetzt komm, jetzt fass das Seil. Boah. So. Und ja, hier könnt ihr halt auch ihr paar Sachen machen. Jedenfalls ist es ist hier alles voller Geheimnisse. Falls euch das hier jetzt mega interessiert, dann holt euch das Spiel und sucht die selber. Ich werde wahrscheinlich am Ende des Let's Plays nochmal hier alle Geheimnisse lüften, die ich im Moment lüften kann.
aber nicht mehr. Denn es ist wirklich eine Mühe, jetzt hier wirklich alles zu kaufen, alles zu entdecken, weil es ist einfach so viel. Das ist schon fast wieder zu viel. Ja, also das wäre jetzt in meinen Augen der erste Part gewesen für dieses Spiel. Jack Sparrow sagt danke und ich auch. Und wir sehen uns dann in der Story wieder. Also dann, tschüss.